Ja, hallo, es ist wieder soweit. Es ist Sonntagabend, 19 Uhr. Es freut mich, dass ihr alle so zahlreich dabei seid. Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Uns geht's wirklich super. Und heute haben wir eben das Thema Ostern. Ich schaue ein bisschen hier auf meinen Tisch. Den könnt ihr leider nicht sehen. Denn ein bisschen eine Überraschung brauchen wir auch. Jetzt habe ich das wieder nicht gesagt. Kruzifix. Ja, das muss jetzt am Anfang sein. Okay. Ja, dann darfst du mich auch unterbrechen. Moment. Okay. Fangen wir nochmal an. Ja, hallo, es ist wieder soweit. Es ist Sonntagabend, 19 Uhr und es freut mich, dass ihr wieder so zahlreich mit dabei seid. Und für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, jeden Sonntag um 19 Uhr gibt es ein neues Video aus unserem schönen Berchtesgadener Land. Und ja, heute haben wir eben das Thema Ostern. Es freut mich, wie gesagt, dass ihr so zahlreich wieder dabei seid. Wunderbar. Heute haben wir das Thema Ostern und ihr dürft gespannt sein, denn es wird wirklich spannend und es wird schön dieses Ostern. Trotz der Umstände machen wir es uns schön. Und ja, ich schaue immer ein bisschen auf meinen Tisch, weil ich kann es euch noch nicht zeigen. Ihr seht, die Christina ist heute noch nicht da. Denn die Christina ist für uns in der Kaffee kostbar, was unter anderem auch mit unserem heutigen Video zu tun hat. Und da schauen wir noch einmal in die Kaffee kostbar. Hallo ihr Lieben, nochmal ein kurzes Hallo aus der Kospa im Berchtesgaden. Wir möchten euch hier die leckeren Schokoeier von unserer lieben Angie vorstellen, gefüllt in zuckersüßen, sehr leckeren Pralinchen. Ihr seht es schon auf den Bildern, die gibt es auch in Kombination mit unseren tollen Plüschhühnern. Ja, das war der Einblick in die Kaffee Kospa und nun gehen wir noch einmal ein bisschen auf die Details ein, was es eben genau nochmal mit diesen hausgemachten leckeren Schokoeiern hat. Und es hat ja eben mit diesem Hund zu tun. Ich sehe gerade, die Christina ist auf dem Weg zu uns. Sie ist also wieder gut zurück aus der Kaffee Kostbar gekommen und hat auch was mitgebracht. Na, was habe ich denn da mitgebracht? Köstliche Schokoeier. Ich muss es nur höher halten, sonst sehen Sie es nicht. Das sind die Schokoeier, was wir gerade gesehen haben aus der Kaffee Kostbar. Sind handgemacht. Wir packen die doch direkt da mal aus. Zu dem kommen wir dann nochmal. Mensch. Ja, sonst müssen wir es brutal aufmachen. Dann mache ich einmal. Ach, hier, sie ist schon da mit der Schere. Ja, das ist alles ganz organisiert bei uns hier. So, machen wir mal auf. Denn zusätzlich zu unserem eierlegenden Huhn gibt es nämlich, hier seht ihr es, dieses Huhn legt ein Ei. Die Holly ist auch schon ganz gierig. Und zusätzlich nämlich zu dem eierlegenden Huhn gibt es nämlich diese hausgemachten Schokoeier von der Kaffee Kospa, die übrigens mit zwei leckeren Pralinen gefüllt sind. Es ist ganz wunderherrlich, ist es. Ganz wunderbar. Hier eben, das seht ihr jetzt, die zwei Pralinen. Und es ist nämlich ein halb gefülltes Ei. Also es ist praktisch ein halbes Ei, wo man eben hier die zwei Pralinen reingetan habe. Ich schaue da immer ein bisschen auf den Bildschirm, dass ich auch sehe, ob ihr alles seht. Genau, es ist wirklich ganz klasse. Und die gibt es eben jetzt hier, hatte ich es gerade in Zartbitter und dann haben wir es einmal in Vollmilchbitter, wollte ich schon sagen, in Vollmilch. So, ich schneide es ganz brutal auf. Die Angie, wenn die sieht, wie ich mit ihrem Ei umgehe, dann wird sie mich wahrscheinlich ründen. Angie, lieber nicht. So, hier, ich tue es einmal raus. So, das ist eben das Vollmilch-Schoko-Ei. So, hier mit den Streuseln und die Eier gibt es eben mit zwei Pralinen gefüllt. Gibt es einzeln bei uns auch zu bestellen für 3,95 Euro auf der Homepage, sind sie schon online, genau. Mhm. Und da könnt ihr wählen zwischen Zartbitter und Vollmilch. Diese hausgemachten Schokoeier gefüllt mit leckeren Pralinen. Ich hebe es noch einmal in die Kamera. Genau, hier die Vollmilch, wunderbar, so nicht in den Schatten, genau. Und zum Vorteilspreis gibt es eben dieses Schokoei dazu, gefüllt mit Pralinen, mit unserem Huhn für nur 2 Euro mehr. Und ihr erhaltet eben dieses gefüllte Schokoei mit den Pralinen, mit unserem Huhn. Oder auch da drüben ist er, unserem Gockel. Genau, oder den Gockel, wahlweise gibt es Schokoei mit Gockel. Natürlich gibt es den Huhn oder den, andersrum, den Huhn, das Huhn oder den Gockel natürlich auch einzeln. Man muss also nicht das Ei dazu bestellen. Genau. Man kann aber. Preislich liegt der Gockel wie das Huhn bei 29,95 Euro und für 2 Euro mehr gibt es eben das gefüllte Schokoei dazu.
Ist eine klasse Sache, so unterstützen wir die Angie, unterstützen wir uns gegenseitig. Gell? Genau. Und ihr habt was davon, hausgemachte Leckereien aus Berchtesgaden für euch in weiter Ferne. Und es ist einfach ganz herrlich. Jetzt zeigen wir noch das andere Huhn. Genau. Dann haben wir hier noch ein zweites Huhn zur Auswahl. Das legt kein Ei, das ist schon enteit. Das hier legt eben ein Ei. Das ist unser eierlegendes Huhn. Es ist wirklich wunderherrlich. Übrigens haben wir zwei Gockel im Angebot. Allerdings hat es der zweite Gockel nicht zu uns ins Studio geschafft. Der sitzt drüben im Laden. Mei, manchmal hat man Pech im Leben. Der weiße Huhn, der hat sie hergeschafft. Der weiße Huhn. Denn beachtet ihn einfach. Der weiße Gockel, ich bin ganz hin und weg von unseren Viechern. Das ist einfach ein Wahnsinn. Der weiße Gockel passt eben auch zu den Hühnern. Und deswegen, ich kann ja die Hühner nicht entführen und den Gockel nicht mitnehmen. Und andersrum geht es genauso nicht. Ja, genau. So viel jetzt mal zu den Hühnern und zu den Gockeln und zu den ganzen Sachen hier. Jetzt, zu mal den Hund bitte runter, weil der, so. Bitte. Ja, was haben wir noch? Was passt noch zu Ostern? Hunde. Nein, Osterhasen. Warum? Weil der Hund jetzt Sendepause hat. Aber Hunde sind auch schön und nett. Na, jetzt geht's zu den Osterhasen. Na gut. So, ja, ihr kennt sie schon, unsere Osterhasen wahrscheinlich. Ich habe sie ja schon ein paar Mal gepostet. Oder durch einen Besuch auf unserer Homepage. Jetzt noch einmal kurz im Detail. Unsere Kanickel. Die sind auch ein Wahnsinn. Die sind klein, flauschig, handlich, schön vom Design. Nicht zu vergessen, der günstige Preis von nur 14,95. Dann gehört euch so ein süßer, kleiner Osterhase und ist perfekt fürs Osternest für zu Hause. Und dann haben wir natürlich, den gibt es einmal hier in so liegend, wie wir ihn hatten, in verschiedenen Farben. Und einmal in sitzend. Halb liegend. Sitzen. Das ist Sitzen. Da haben wir nämlich auch ein paar verschiedene Designs, Farben, Ausführungen. Genau. Hier nochmal zum Vergleich. Einmal der halb sitzend liegende und der sitzende und der liegende. Genau. Der sitzende ist ein Stück größer. Genau. Ja. Aber es sind beide wirklich. Sieht recht witzig aus. Ja. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Idee fürs Osternest, wie wir finden. Und ja, bestellen können Sie es online oder auch auf Termin im Laden abholen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Da einfach natürlich melden, bestellen oder eben anrufen. Dann müsst ihr es auch nicht vorher online bestellen. Genau, das sind so viel mal zu den Hasen. Dann gehen wir mal noch über zu unseren Wald- und Wiesentieren. Dann kommen die Hasen in den Stall. Genau, die tun wir mal da auf die Seite. Nicht, dass die Schokoeier noch am zermessen. Dann kommen wir mal zu den Wald- und Wiesentieren. Mit was fangen wir an? Die lustige Kuh. Ja, mit der Kuh. Ich zeig euch mal die Kuh, die macht nämlich Mu. Haha, genau. Unsere süße kleine Kuh. Die passt eben auch super in unsere Region und gefällt bestimmt den ein oder anderen Kinderaugen auch. Und wer Plüschtiere sammelt, ein absolutes Muss, unsere Kuh, auch von der Firma Parmatoys. Genau, was haben wir da noch? Ein süßes kleines Schaf. Hier haben wir noch ein süßes kleines Schaf. Was sagst du zu dem Schaf? Das sieht süß aus. Also so rum, dann seht ihr es ihr, gell? Genau. Ja, hat heute mal nichts mit Fotos zu tun, gell? Aber immerhin, es hat was. Schafe sind jetzt auch, ja, Kuh ist typischer, aber ein Schaf ist jetzt, Kuh ist typischer für unsere Region, aber trotzdem, ein Schaf, jeder mag halt was anderes. Das stimmt. Deswegen haben wir so ein bisschen querbeet unsere Sachen da. Aber passt beides gut in unsere Region. Passt beides gut in unsere Region, ja, genau. Mhm. Am Watzmann wird jetzt ein Schaf nicht unbedingt rumhüpfen. Da oben, am Gipfel, weil das ist ja der Gipfel. Ja. Was machst du jetzt? Du da Pantomime oder irgendwie? Nein, das ist am Bauch. Ach so, gut. Dann haben wir noch, und das sind jetzt auch die letzten, was wir haben, dann reicht es auch schon wieder vom Tierreich, denn es ist schon ganz schön tierisch momentan. So,
Ja. Wer erkennt? Na klar, ein Delfin. Na, absolut. Ein Eichhörnchen. Und es ist schon ein paar Mal verschickt worden. Und ein paar suchen noch ein schönes neues Zuhause. Mei, also wer da widerstehen kann, da weiß ich es auch nicht mehr. Ein paar haben wir schon verschickt, die sind in ganz Deutschland irgendwie schon verteilt, sind unsere Eichhörnchen schon verteilt. Und ja, die sind auf jeden Fall schon auf dem Weg und ein paar suchen noch ein schönes Zuhause, unsere Eichhörnchen. Mhm. Genau. Ja. Das ist wirklich süß. Das ist ganz nett. Du bist auch ganz nett. Ja. Auch eben von der Firma. Ja, ich glaube, sie wissen es jetzt. Ja, so, nur das ist jetzt gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja, auch ein Rehkitz darf bei uns natürlich nicht fehlen in der Region, gell? Das ist das stehende Rehkitz oder das laufende Rehkitz oder das springende Rehkitz. Ein singendes haben wir leider nicht. Aber das Rehkitz, wer auf Waldtiere steht, finde ich sehr gut getroffen. Das stimmt. Und wer es ein bisschen chilliger mag, der nimmt das liegende Rehkitz. Nicht das fliegende Rehkitz, sondern das liegende Rehkitz. Ist auch wunderherrlich süß. Liegt fast da wie die Holly, nur die Holly wird ihren Kopf noch darunter liegen, weil Holly ist natürlich faul. Und auch das Rehkitz. Naja, aber faul sind wir ja alle mal. Mhm. Ja. Ja, so ist es. Wir tun unser Bestes, dass wir immer mal wieder was Neues für euch haben. Die Tiere kennt ihr jetzt schon, die sind jetzt nicht ganz so neu, aber immer mal wieder was Neues eben, dass wir euch präsentieren können. Ist ja ganz wichtig, so ein bisschen eine Abwechslung, genau. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen Gast dabei. Den kennt den noch keiner. Kennt noch keiner. Außer eine Person. Na, ich. Ja, jetzt beißt die Nase wieder. So. Der ist so süß. Sind die eigentlich typisch für den Region? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt welche, aber. Aber? Typisch sind sie, glaube ich, nicht. Hier! Ein Otter! Ja, bei uns gibt es auch einen Otter, man mag es kaum glauben. Bei uns gibt es ja wirklich schon fast alles. Also von Rollos und Viechern und Schokoeiern und Wachsmann-Schokolade angefangen. Und natürlich auch ein Fischotter. Und der Fischotter, ich weiß leider jetzt keinen Preis. Aber schaut es euch an online, ich verlinke es dann nachher noch und dann ist es auch kein Problem. Schaut es euch an. Und auch wenn ihr Wünsche habt oder Anregungen bei den Tieren, gilt natürlich nach wie vor, meldet euch und wir tun unser Bestes, euch die eure Wünsche zu erfüllen. Und ja, es freut uns dann, dass so viele wieder mit dabei waren. Du hast noch wen vergessen. Wen? Den wichtigsten Star. Der sitzt da vorne. Den wollte ich jetzt weglassen. Nein. Die arme Seele. Warum? Verstehe ich nicht. Jetzt kommt uns der wieder in die Quere. Unser kleiner Baby-Pandamiebär. Der vorletzte oder der letzte sein? Ah, es ist, glaube ich, der vorletzte. Aber ich glaube, die waren schon wieder fleißig. Ja, man kann ja momentan nicht feiern gehen, man kann momentan auf gar keinen Fall. Die hängen ständig zusammen und machen da keine jugendfreien Sachen. Ja. Keine jugendfreien Sachen. Und deswegen, ich denke, dass die nochmal Nachwuchs bekommen. Aktuell haben wir noch 2 Stück von unseren kleinen Baby-Pandamiebären, die übrigens schon Deutschland erfreuen und sind teilweise schon unterwegs in Wäldern und Fußgängerzonen. Es ist wirklich ganz toll und wir freuen, wenn ihr auch ein Tier bei uns bestellt und damit dann Fotos macht in aller Welt in Fußgängerzonen damit. Und so können wir uns gegenseitig ein bisschen unterstützen und Mut machen. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist wieder was im Anmarsch. Naja, und man muss ja auch sagen, dass im Berchtesgadener Land das Vorkommen der Pandemiebären, eben insbesondere in unserer Region, doch sehr stark ist. Also wir hören jetzt immer mehr, jeder sieht diese Pandemiebären. Ja, überall sind die mal. Ja. Und wer weiß, wenn es wieder losgeht. Vielleicht sind sie dann auch bei euch. Vielleicht seht ihr sie dann auch mal am Hintersee beim Eisessen, man weiß es nicht. Also so ein bisschen was vor haben wir noch. Auch wenn es wieder losgeht, werden die Pandemiebären unser Jahresbegleiter natürlich auf jeden Fall sein. Und da glaube ich, da ist schon wieder was unterwegs.
Ich würde an eurer Stelle jetzt gleich loslegen und nachschauen auf der Homepage, dass wir euch pünktlich zu Ostern eure kleinen Geschenke schicken können. Und ich glaube, jetzt haben wir jeden hier gehabt. Ich denke genau. Auch. Nochmal als Erinnerung, denkt an unser eierlegendes Huhn in Kombination mit einem Schokoei gefüllt mit zwei Pralinen. Und jetzt ist aber auch schon wieder Schluss. Jetzt geht das Huhn einmal weg. Jetzt bringe ich das Ei da nicht rein. Das ist ja schon fast ein bisschen... Gut, dass die das nicht sehen. Also. Da kommt das Ei mal rein. Sieht Christoph! So unser gut. Huhn ist einfach genial. Dazu noch der weiße Gockel und es ist einfach perfekt. Ja, es wird einfach ganz, ganz toll. Das Ostern mit unseren Sachen und auch mit den Schokoeiern aus der Kaffee Kostbar. Genau. Also ich glaube, dann haben wir jetzt an jeden und haben keinen vergessen, wenn ich hier so auf unseren Tisch schaue. Aber wir müssen jetzt einmal Danke sagen. Wenn du dich jetzt fragst, warum? Naja, weil wir einfach mal Danke sagen müssen. Ah, haben wir ja beim letzten Video. Ehrlich? Ja. Dafür, dass die mal alle so fleißig bestellen und uns unterstützen, gerade in der Krise. Wir können uns ja nochmal bedanken, man kann sich ja nicht oft genug bedanken. Aber ich bedanke mich eh bei dem Post schon immer. Also vielen Dank für die Unterstützung und auch für das Zuschauen und Teilen des Videos und der Bilder. Und ihr seid einfach der Wahnsinn, denn ihr macht die Seite lebendig und ihr habt die Seite natürlich auch aufgebaut, natürlich mit unter mir oder ich habe die Seite mit euch, ihr habt sie mit uns. Ja, es ist einfach so ein gegenseitiges Unterstützen, ihr mit euren Kommentaren, Likes und Rückmeldungen und auch Besuchen im Laden. Die kommen wieder. Jetzt lasst doch den Kopf nicht hängen. Die kommen ja wieder, ihr kommt ja wieder. Wir sehen irgendwann, sperren wir wieder alle auf, dann seid ihr wieder alle da. Dann sind wir wieder alle beieinander. So ist es. Genau. Dann ist dann jedem wieder zu viel, weil man nirgendwo hin kann. Auch euch wahrscheinlich. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Halt mal auf jeden Fall weiter zusammen. Und vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Wir sehen und hören uns, so Gott will natürlich, nächste Woche Sonntag wieder, 19 Uhr. Sehen wir uns ja wieder. Sind schon gespannt, wie viel da wieder dabei sind. Wir haben schon wieder was im Kopf. Am liebsten würde ich euch alles auf einmal zeigen. Aber man soll ja nicht alles auf einmal machen. Und deswegen in diesem Sinne euch allen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es freut uns sehr, dass ihr unser Video, den Heute-Nachrichten, wieder einmal bevorzugt habt. Also, vielen Dank. Macht es gut. Und denkt dran, immer schön happy bleiben. Und hier... Wenn die euch keine Freude vermitteln, dann weiß ich es alle, dann wissen wir alle ja. Weiter. Na. Lasst den Kopf nicht hängen, Kopf hoch und das wird schon wieder. Also? Weiter so wie bisher und dann wird es schon. Genau. Ja, positiv müssen wir. Also sein. Dann, pfiat euch. Pfiat euch.